Hallo, meine Freunde der Sonne. Da sind wir wieder und ich glaube, es geht jetzt heute ins große Finale. Der große Beef gegen Pete geht weiter und ich glaube, es wird die letzte Begegnung sein. Und ich glaube, es wird eine sehr schmerzhafte Begegnung für beide Parteien sein. Ich habe mir wieder das Knochenset genommen. Weil es mir irgendwie mit am meisten... Schattenset ist auch ganz cool. Aber das Bioelektrische hat mir überhaupt gar nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Knochenset gefällt mir mit am meisten. Ich habe mir herzlich mitgenommen. Brutale Muskeln. Und verstärkter Knorpel. Glaube, damit kann man ganz gut arbeiten, weil so nah braucht man an sich gar nicht mehr. Ist an sich schwachsinnig. Hier, ich zeige euch nochmal die Werte, die wir gerade haben. So nah macht keinen Sinn. Ja, Adrenalindrüse, ja, okay. Amphibisch brauchen wir auch nicht. Wir brauchen eigentlich gar nichts mehr. Achso, das war ja mit den feindlichen Fischen. Proteine, ja gut. Proteine brauchen wir... Nee, gut, wir brauchen gar nichts mehr. Also, Mutagenverdauung, bla bla bla. Das brauchen wir alles nicht mal. Wir haben, glaube, so eine ganz gute Auswahl getroffen. Ich bin gespannt. Halt. Aber schon krass, wie wir gewachsen sind, ne? Das ist mir, das fällt einem gar nicht so krass auf, ne? Das muss man ja dazu sagen. Also mir ist es gar nicht so krass aufgefallen. Aber wieso habe ich denn den Scan noch? Wieso habe ich ihn so nah noch? Achso, das bleibt einfach. Das ist so eine Hauptfähigkeit, okay. Das ist gar nicht so schlecht. Boah, der ist ausgewichen. Krass. Ich dachte zuerst gerade, das ist... Okay, warte mal. Ich kann mich ja wieder reinmägen. Ich dachte gerade, der ist draußen. Obwohl das jetzt auch nichts gebracht hat. Ich kann mich gleich wieder ausschalten. Ich bin gespannt. Hallo, Liebes. Hallo. Wie du siehst. Bin ich heute vorbereitet? Das ist schön, dass wir beide vorbereitet sind. Ich werde dich richtig schön hier. Du bist ganz schön groß. Ja, ich bin ein bisschen gewachsen. Ich mache aus deiner Wirbelsäule eine Gestoppe. Was? Hat er mich gerade wirklich mit einem Torpedo abgeschossen? Hat er eine Macke? Ich bin ein Hai. Alter, ich bin kein U-Boot. Ich glaube, der hat gar keinen Bock mehr auf mich. Kann doch nichts dafür, dein Sohn, das war ein Unfall. Mutti. Aber irgendwie immer noch das Gefühl, dass der Sohn, ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, dass der Sohn wiederkommt. Dass er vielleicht doch nicht tot ist. So, jetzt wieder raus. Sieht doch ganz gut aus. Feuer frei! Feuer frei! An die Taucheranzüge. Guck mal, der hat jetzt... Der hat jetzt mit dem Torpedo geschossen und sein Kollege habe ich gerade in der Zeit
gefressen hast, finde ich schon ein bisschen heftig. Wir beide werden noch Freunde. Meinst du? Das finde ich aber schön. Können wir ja was zusammen trinken. Ein Glas Wasser. Kannst du schneller schwimmen als ein Torpedo? Ups. Da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Können die Fische mal aufhören hier? Das ist ja voll nervig. Seit wann machen die das denn? Wette, du wusstest nicht, dass ich Torpedos hatte. Wette, du wusstest nicht, dass ich so groß geworden bin, mein Guter. Guck mal, auf beiden Seiten gibt es eine Überraschung. Sind halt nicht so viele Fischis am Start, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Feuer frei! Ja, wow, die Schildkröte auf der Seite bringt mir nicht so viel. Auf diesem Boot gibt es alles. Jetzt sehe ich aber zum ersten Mal, wie man die Dinger kaputt macht. Diese Energiefelder. Ja, siehst du doch, du Vogel. Also, naja, nee, gut, der Torpedo überholt mich immer, aber... Ja. Wieso willst du mir eigentlich wehtun? Was habe ich dir getan? Bäumblase. Wir waren... Ich weiß, wir hatten da ein paar Differenzen. Also, muss man die Differenzen wirklich mit Torpedos klären? Hätte dann den Raketenwerfer gereicht. Aber krass, ne? Der Torpedo macht mir jetzt auch nicht mehr so viel damit. Oh oh. Okay, Verstärkung ist da. Die wird, denke ich mal, jetzt die ganze Zeit aufploppen. Das Schiff war jetzt schnell weg. Ei wird böse. Kommt runter hier vom Boot. Mensch. Kommt runter, hab ich gesagt. Auf diesem Boot gibt es alles. Auf diesem Boot gibt es alles. Alles oder nicht. Komm hier nicht mal weg. Oh. Wette, du wusstest nicht, dass ich Torpedos hatte. Ja, das müssen wir doch langsam hier. Kann das sein, dass ich wieder von Elite. Das ist ein Ende. Es ist ja, ne, mein Gutster. Nicht der, das erste Treffen. Auf diesem Boot gibt es alles. Und du weißt, das wird nicht mein Ende sein. Wir beide werden noch Freunde. Ja. Glaube ich langsam nicht mehr.
So. So, jetzt haben wir, ich glaube, wir haben die Tesla-Spulen jetzt kaputt gemacht. Genau. Das heißt. Das Schiff kann uns jetzt erstmal kein Demarche mehr machen. Problem ist, wir haben ja echt nicht viel Nahrung. Ja, bestimmt. Wenn du mein Magen-Darm-Trakt bist. Okay. Ich. War's das jetzt wirklich schon? Okay, für alle Male zerstört. Ich glaube, das war's. Ich bin gespannt wie ein Flitzerbogen. Hey! Ist das Letzte, was ich tun werde. Ich schätze, hier gibt es eine Lektion zu lernen. Darüber, wie die zunehmende Kommerzialisierung der Natur die Menschen auf Kollisionskurs mit einer Umweltapokalypse gebracht hat. Doch dies ist eine einfache Fernsehserie, in der Leute zusehen, wie Haie Menschen und Menschen Haie töten. Also, bis zur nächsten Angelsaison. Das war Shark Hunters vs. Man Eaters. Krass! Wir haben es geschafft, wir haben den Pete besiegt. Wir sind natürlich selber auch gestorben. Das war einfach von Pete die letzte Aufgabe, uns noch mit in die Hölle zu nehmen. Es ist schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, Pete tut mir natürlich auch ein bisschen leid. Er hat natürlich auch seinen Sohn verloren. Auf beiden Seiten sehr schwierig. Aber ich glaube, die zwei werden auch nicht in der Hölle, Freunde. Ich glaube, beide haben Fehler gemacht. Auch wir als Hai. Obwohl es bei uns ja mehr die Rache war. Ne? Weil Pete hat unsere Mutter getötet. Und ich glaube, bei uns war es einfach mehr die Rache. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart und fleißig die Videos geguckt habt. Ich muss sagen, ich fand das Spiel sehr schön. Es gab ein paar Dinge. Also es war mal was Neues. Es war mal ein neues Open-World-Spiel. Mal in der Rolle eines Haies. Ne? Gab es noch nie. War jetzt, also es gibt schon so ein paar Spiele, also Rollenspiele, wo man auch mal Fische spielt und sowas. Ich komme gerade nicht auf den Namen, da gibt es noch ein anderes Spiel. Aber das fand ich an sich sehr schön. Aber es hat sich dann doch irgendwann wiederholt. Gerade so die Niedertracht-Level, die waren jetzt auch nicht mehr so interessant. Also da hätte man ein bisschen mehr Variation einarbeiten können. Vielleicht, keine Ahnung, ab Niedertracht 2 kommt dann ein U-Boot. Zum Beispiel jetzt. Na, da kommt dann ein U-Boot. Niedertracht 3 kommt vielleicht doch noch ein Helikopter dazu. Und man muss dann mit einem Hai zum Helikopter springen. Na, da hätte man zum Beispiel auch die Sprungkraft noch mit einarbeiten können. Das sind so Sachen, die haben mir echt gefehlt. Also es wurde irgendwann sehr, sehr eintönig. Man hat irgendwann alles gekannt. War irgendwann dann nicht mehr überraschend. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber
Nichtsdestotrotz war die Kampagne spannend. Schade, dass sein Sohn doch tot ist. Rest in Peace. Hätte ich wirklich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte eigentlich, es kommt jetzt irgendwie am Ende doch nochmal, ja, der Sohn hat überlebt. Aber nee, der Sohn ist tot. Pete ist auch tot, wir sind jetzt auch tot. Und damit haben wir eigentlich unser Rachefeldzug beendet. Mehr wollten wir nicht, für mehr waren wir gar nicht auf der Welt als Hai. Und ja, es hat mir, wie schon gesagt, sehr Spaß gemacht. Man hätte, wenn jetzt Man Eater 2, und das hoffe ich natürlich, dass ein neuer Teil rauskommt, wenn jetzt Man Eater 2 kommen sollte, kann man da bestimmt noch vieles ausarbeiten, wie schon gesagt, dass man die Niedertracht-Level anders macht, dass man vielleicht ein bisschen paar Minigames hat, dass man in der Open World einfach so ein paar Minigames dabei hat, keine Ahnung, jag 50 Fische innerhalb von 30 Sekunden oder sowas, oder durchquere die Ringe, irgendwie so ganz kleine Minigames, die aber einen am Laufen halten, die Open World überhaupt zu begutachten, weil das hat mir hier auch ein bisschen gefehlt. Klar, man hat hier seine Nummernschilder gehabt, man hat hier seine Landmarker gehabt, wo auch sehr viele Easter Eggs mit eingebaut waren. Oder ich glaube, jeder Landmarker war, glaube ich, schon sogar ein Easter Egg. Das fand ich auch ganz cool. Und natürlich seine Nährstoffe, aber mehr hat man in der Open World gar nicht gemacht, das war's. Und die Bossfische waren jetzt auch nur eine größere Form. Ne? Waren an sich nichts anderes, waren halt einfach nur eine größere Form von dem Fisch, den wir schon gejagt haben, zum Beispiel von dem Hammerhai. Ne? Der hieß dann einfach nur gejagter Hammerhai und war halt ein bisschen stärker. Fand ich ein bisschen schade, da hätte man viel mehr rausarbeiten können, aber vielleicht mit Man Eater 2. Und ja, ihr wisst, es kommt auf euch ein neues Projekt zu. Und ich hoffe, ihr guckt auch meine anderen Projekte an. Und wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ, ja, im nächsten Projekt, im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.